Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich hab's jetzt einfach mal gelassen. Ich mach einfach, wie die Geschichte läuft und ja. Dann ist das halt so, dass der stirbt. Meine Güte, ja. Kann ja schon mal vorkommen. Aber warte, ich habe noch eine andere Idee. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erinnern? Ja. Das hatten wir ja schon mal in der letzten Folge. Es wäre hocherfreulich, wenn Sie mich fragen. Lehrmann wird ja eh gleich sterben. Ne, der Mann wird sterben. Weil hier ist on fire. Aber das stört mich nicht. Also irgendwo schon, aber. Huch, also ein Kreuzschlüssel muss ich auch nicht dabei haben. So. Der WT Beagles Journal. Eine Lederrüstung. Kann ich alles gerne mitnehmen. So, kann ich mit der Lederrüstung überhaupt irgendwas machen? Nein. So. Erstmal den. Wow. Oh. Darf ich kurz in Deckung gehen? Ich müsste meine Punkte da aufladen. Und ich glaube, ich habe. Ja. Es gibt drei Möglichkeiten, um verkrüppeltes Körperteil zu heilen: in einem Bett schlafen, einen Arzt finden oder die Selbstheilung mittels Stimpak. Stimpaks können zum allgemeinen Heilen verwendet werden. Hierdurch wird auch Verkrüppelungsschaden etwas gelindert. Oder direkt in ein verkrüppeltes Körperteil injiziert werden, um Verkrüppelungsschaden zu heilen. Ja. So. Allgemein wäre auch so ein Sunset. Na los! Geil. Hi. Wo ist deine Waffe hin? Naja. Flammenbrennstoff, eine Flammenpatronenwaffe, aha, noch eine Lederwaffe und ein Trooper-Helmet noch. Oh, gucke. Hat sich ja beinahe schon gelohnt, hier reinzugehen. Sind hier denn noch so ein paar freundliche Leute? Ich könnte hier schlafen, das würde ich aber normalerweise nicht machen. Lecker. Nö. Und sie sehen nichts und niemand. Jetzt ist der ja gestorben, ne? Deputy is dead. Find someone to speak about to helping Prim. Erstmal möchte ich mir das Journal anhören. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Die Pulverbanditen haben heute Besuchung bekommen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Diese kernharten Kerle müssen Großkarne sein. Ich erkenne sie an den komischen Helmen und den Lederwesten, von denen ich gehört habe. Was sie wohl mit dem adretten Gentleman in dem karierten Anzug zu tun haben. So eine Anzüglichkeit würde mir auch gefallen. Sie reden davon, nach Süden zu gehen, in Richtung Nipton und dann weiter nach Westen, nach Novak, wo sie jemanden treffen wollen. Ich könnte ihnen, vermute ich, mutlich folgen, wenn nötig. Aber Prim braucht mich, sonst sorgt hier niemand für Ordnung. Oh, ich glaube, sie haben mich entdeckt. Ja, das war dein Tod. Ihr wisst es ja, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass der Tod ist eigentlich, glaube ich. So, was haben wir hier oben? Aus der ganzen Mülltonne. Hier kann man ja tatsächlich nämlich ist die Mütze so ein bisschen unpassend. So, noch mehr Patronen. Buff out, Dynamit, Junk Food. Old Cowboy Hat und noch ein Söldner Outfit. Interessant.
Ach, das geht nicht weiter repariert. Okay. Was? Metallener Daumen. Naja. Hi. Ja, das war wohl eine kleine Überraschung. Eine Pistole noch mehr Dynamit. Schachtel Zigaretten. Na, reicht schon? Na, noch nicht ganz. Ah, gut, die ist jetzt auch schon heiler, ne? Oh, der hat einen Hut auf. So ein Fliegerhut oder was ist das? Ja, bringt dir nichts, wenn dein Kopf weg ist. Meine Güte, 9mm Pistole, Dynamit. Motorcycle Helmet, okay. Ah. Ja, lasst mich in Ruhe. So. Hier möchte ich rein. Hier ist sicher. Oh. Huch. Danke, dass du wartest. Ja. Weiß nicht. Schlüssel, Bleifliegenfleisch. Gedacht, dass man sich versteckt. Ja, normalerweise kann man das auch sogar. Kann, was? Huch. Na, reicht's schon? Noch nicht ganz. Könnten Sie kommen, mein Herr? Und Automat. Wohl gedacht, dass man sich verstecken kann, was? Ah ja, doch schon. Boom. Huch. Was ist das denn? Wo hast du denn hingeschossen? Hi. Muss auch eklig sein, ich nehme den ja jetzt den Helm ab. Glaube ich, ne? Ja, genau. So von so einem Kopf, der so abgerollt ist. Huch. Ah, ich bin überlastet. Ja, toll. Meine Güte. Heute mal wieder nur am Reparieren. Könntest du kommen? Eine Kernspaltungsbatterie. Hi. Du mit noch einer 9mm Pistole. Ja, danke. 5 RK-Dollar. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Ich bin durch das Spiel überlastet. Schachtel Zigaretten dürfte niemand stören vom Gewicht. Eine Stange Zigaretten auch nicht. Oh, ein Erpresserbrief, den wir uns anhören wollen. Oh, Mr. Peterson, wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen möchten, bringen Sie das Geld am Dienstag ins Weißen Steve in einen kleinen unmarkierten Schein. Ja, so wie es aussieht. Kopfschuss. Scheinbar. So wie der gestorben ist. Gewehrschrank. Noch ein Kleinkalibergewehr. Ja, ich weiß, ich bin zu schwer. Na toll. Weißt du, gehe ich einmal ins Hotel, ne? Und dann hat man so viel Loot.
Jedes Mal, wenn ich irgendwo Urlaub mache, ist das schrecklich. Das ist ja auch noch ein verschlossener Raum. Koffer? Oh, Jet. Scheint so auch. Oh. Selbstmord gewesen zu sein. Okay. Wow. Was ist denn? So, hier. Bitte. Oh. Meine Güte, was haben die denn hier für ein Drogenfest veranstaltet? Das ist ja unglaublich. War ich hier schon mal? Vorkriegsgeld. Aha. Aha. Hier war ich schon mal, glaube ich. Hier sind so ein paar Leute. Ja. So ein paar nette Gestalten. Ja, Schreibtisch. Da kann ich rein. Stange, Zigaretten. Bin jetzt ein bisschen zu schwer wieder. Ja, nehme ich die Laserpistole mal weg. Jetzt muss ich aber hier mal echt den raus. Das ist ja unglaublich. Muss ich hier? Na, da ist noch eine Tür. Das ist ja schrecklich. Eine Arzttasche, weißt du. Ist hier wieder vor. Dann ist hier wieder Vorkriegsgeld und eine nächste Stufe. Also Sprache. Wissenschaft. Nein, warte. Dann kann ich so. Aha. Verständnis. Doppelten Bonus durch Magazin und dann zusätzlich eine gute Fertigkeit. Nee. Kannibalen. Nee. Das hier gebildet. Gebildet ist eine der besten Sachen, die es gibt. Erste Hilfekasten. Nix. Habe ich vielleicht irgendwas an Essen oder so dabei, was ich wegschmeißen könnte? Oder essen könnte. So. Damit ich nicht mehr ganz so schwer. So. Es ist doch unglaublich, ein Fallout mit dem Loot. Unglaublich. So. Was machen wir jetzt? Wir gehen wieder ins Vicky and Vance. Weißt du, Postapokalypse, alles, ne? Aber Strom für diese Anzeige haben sie. Warum? Vorkriegsgeld, oh. Jo. Geht immer. So, wunderbar, wunderbar. Howdy. Da bist du. Hallo. Hey, immer noch im Prim, was? Nee, weißt du. Verkaufen erstmal. So, genau, die 9mm Pistole verkaufen. Dynamit, warte, hat der nicht. Wasser, halt. Die Kleinkalibergewehr und diesen Hut und diese Rüstung und vielleicht den Wodka. So.
was haben wir denn sonst noch, was wir gebrauchen könnten? Munition? Nein. Waffen? Auch nicht wirklich. Mist. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja, Beagle ist gestorben. Scheint, als müssten Sie uns einen neuen Gesetzeshüter finden. Ich muss nix. Reden Sie mal mit den RNK-Soldaten auf der anderen Seite der Brücke. Hab auch gehört, dass die Pulverräuber einen gefangenen Ex-Sheriff erwähnten. Mhm. Ich werde dafür sorgen, dass Pulver einen neuen Sheriff bekommt. Wollen sich wohl endlich nützlich machen, wie? Wenn sie es schaffen, dass hier wieder Ordnung herrscht, schuldet ganz Prim ihnen was. Gerne. Gerne. Was ist mit Prim Slim? Könnte er Sheriff werden? Daran habe ich noch nie gedacht. Wenn man ihn richtig programmiert, könnte er wohl auch als Sheriff dienen. Ja. Sonst nix. Nee, ich... Dieser RNK-Typ ist, glaube ich, könnte was sein. Ich glaube auch, das mache ich. Nee, wie bewegt sich diese Flagge da hinten? Ganz komisch. Ah, die Ruhe des Ödlands. Ist das nicht wunderschön? Toll, ne? Toll. Schwarzer Rauch, was verbrennt denn da? Plastikfolien. Sage Mackey. Was gibt's? Gut, naja, ja, okay. Dann halt Lieutenant Hayes. Lieutenant, wir haben uns um diese Pulverleute hier gekümmert. Ja. Prim braucht wieder dringend Gesetz und Ordnung. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht, aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen, geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Was brauchen Sie, um den Schutz der Stadt zu übernehmen? Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Okay, das könnte... ist wichtig. Ich möchte mit Ihnen über Prims Zukunft sprechen. Haben Sie uns schon zusätzliche Unterstützung besorgt? Noch nicht. Aber bald. Nein. Ja, genau. Dann begebe ich mich auf den Weg nach Knight. Ja gut, hier sind tatsächlich nur eins, zwei, also diese zweite Frau bei Hayes, McGee, der da vorne, sind vier und fünf. Fünf Leute für die ganze Stadt. Was in der Tat arg wenig ist. Also fünf Leute plus die in der Stadt, das würde nicht reichen. Weitere fünf Leute, das wäre allerdings auch schon wieder locker genügend. Heißt, heißt Mission. Wir müssen das machen, dass hier die Bürokratie ein bisschen überwunden wird. Ach ja. Büffelkürbis zum Beispiel. Und was die da hinten so machen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.